Wenn man an die griechische Küche denkt, dann fallen einem eigentlich zunächst immer deftige Fleischplatten ein. Souvlaki, Gyros. Der Feinschmecker sagt an sich über die griechische Küche lauwarm und fettig. Pustekuchen. Nicht so in einer griechischen Küche in Bottrop. Gyros, Griechenland, Tradition. Das Restaurant Sorbas, der typische Grieche an der Ecke. Doch irgendetwas ist hier anders. Es wird geschnibbelt, dekoriert und gebraten, aber nicht irgendetwas. Georgios Keskilidis bevorzugt die gesunde Küche, fettarm mit viel Gemüse. Ja, das wird die Hippokratesplatte. Das ist eine Gemüsevariation. Sie beinhaltet gegrillte Auberginen wie Zucchini. Im Anschluss fügen wir hinzu Blattspinat, Brokkoli und Spargel. Die Gemüseplatte Hippokrates ist eins der Gerichte auf der sogenannten Gesundheitskarte des Bottroper Griechen. Hier erfährt der Gast nicht nur, dass er gerade eine Gemüseplatte bestellt, sondern auch, was drin ist und wofür die Zutaten gut sind. So weiß der Besucher, Auberginen stützen den Blutzuckerspiegel, empfehlenswert für Diabetiker oder Rheumatiker. Spinat ist förderlich für die Blutbildung. Jetzt muss es nur noch gegessen werden. Und wie ist es? Wunderbar. Mich hat eigentlich die Speisekarte angesprochen, weil auch eine Erklärung dazu ist, ne, was diese ganze Sache auch bezwecken soll. Wir haben uns insgesamt umgestellt, dass man also doch schon anders ist wie früher. Hier im Naturheilzentrum in Bottrop ist die Idee entstanden, den Leuten zu sagen, was sie genau bestellen. Also, wozu eine Johannisbeere gut sein kann. Der Ansatz, Sachen essen, die nicht einfach gesund sind, sondern gezielt gegen weit verbreitete Beschwerden helfen. Und so haben sich die Mediziner an Georgios Keskilidis gewandt. Also das war für die Leute wie für uns eine Innovation. Wir wollten abseits davon in Verbindung mit der Medizin, in diesem Fall mit den Naturheilpraktikern, haben wir ein Kooperationsprojekt gestartet. Und das ist vielleicht eine Alternative oder ein für uns was für die Zukunft, wo wir stärker darauf aufbauen können. Herr Keskilidis, wie kommt die eigentlich an, die Karte? Ja, wie Sie sehen, sehr positiv, wenn wir uns einmal rechts und links umschauen. Seitdem wir die Karte eingeführt haben, ist die Nachfrage bei unseren Gästen sehr, sehr stark. Aber so ist das nun mal. Natürlich wird bei Sorbas auch nach wie vor lecker Eis gegessen und die Fleischplatte darf es auch mal sein. Sind heute ganz geschwächt hier hingekommen, um sich hier zu stärken. Und während sie fröhlich weiterschlemmen, sind weitere gesunde Rezepte für den Herbst schon in Arbeit. Mit neuen, leicht bekömmlichen Gerichten. Dann bleibt die Fleischküche im Restaurant Sorbas vielleicht noch häufiger kalt. Es gilt das Motto: Vorrang für die Gesundheit.